Hallo zusammen, ich bin Abigail, die dir eine Nerd-Beliebtheit-Nerd-Karriere hinter sich hat. Like und abonniere mich, um eine verrückte Geschichte zu hören. Als ich aufwuchs, drehte sich bei mir alles um Experimente, Zahlen und Gleichungen. Bei Mathe- und Naturwissenschaftswettbewerben war ich die Beste. Und das brachte mir natürlich das Etikett Nerd ein. Aber komischerweise war ich mit dem beliebtesten Mädchen der Schule befreundet. Tiffany und ich kannten uns, seit wir in den Windeln lagen, denn unsere Eltern waren schon lange befreundet. In der 5. Klasse hatte Tiffanys Vater den Jackpot mit einer neuen App geknackt. Und sie sind stinkreich geworden. Sie war schon immer ein wenig herrisch, aber jetzt wurde sie auch noch richtig verwöhnt. Und es brachte nicht das Beste in ihr zum Vorschein. Nein, ich wollte meine Eier spiegelverkehrt. Ich hasse es, das Eigelb zu sehen. Und warum sind diese Pfannkuchen flüssig? Hast du noch nie den Ausdruck flach wie ein Pfannkuchen gehört? Und wo in Gottes Namen ist der Pfannkuchensirup? Auch Tiffanys Modebewusstsein änderte sich und sie stand jetzt auf Designerkleidung. Und das ist was. Die wechselte sie schneller als ich meine Unterwäsche. Und sie benutzte ihre ausrangierten Sachen als Bestechen für andere Mädchen, damit sie ihre Aufgaben erledigten. Du wirst nie etwas lernen, wenn du nie etwas selbst machst. Aber ich muss ja nichts tun. Warum sollte ich also etwas lernen? Jedenfalls gehe ich heute Abend auf diese schicke Wohltätigkeitsgala. Irgendwas, wo man Geld für irgendwelche Bäume oder eine Krankheit sammelt. Keine Ahnung. Und du kommst mit. Das Essen wird großartig sein. Ja, Tiffany konnte unausstehlich sein, aber sie hat mich nie für ihre cooleren Freunde sitzen lassen oder mich gebeten, mich zu ändern. Sie hat mich so akzeptiert, wie ich war. Und ich wusste, dass sie hinter mir stand. Trotz unserer Differenzen dachte ich, dass wir für immer beste Freundin sein würden. Dann änderte sich alles in der 10. Klasse, als dieser Junge den Flur betrat. Als ich ihn das erste Mal den Flur entlanglaufen sah, wusste ich, dass ich mich für immer an diesen Moment erinnern würde. Die Art, wie sein Haar das Licht reflektierte, sein durchtrainierter Körper, bei dem ich die Bauchmuskeln durch sein Herz sehen konnte. Und dann spürte ich plötzlich, wie jemand in mich hineinrannte und ich flach auf dem Gesicht landete. Tut mir so leid. Ich war so sehr damit beschäftigt, die Auswirkungen der Stringtheorie auf die mehrdimensionale Raumzeit zu enträtseln, dass ich dich nicht gesehen habe. Ich sah einen Jungen mit dicken Brillengläsern und in diesem Moment kam der griechische Gott zu uns. Was mein Bruder damit sagen will, ist, dass er ein tollpatschiger Idiot ist, aber er ist harmlos. Ich bin Max und das ist Einstein. Meine Eltern haben mich Luke genannt, aber ich habe den Namen vor 2 Jahren legal ändern lassen, weil Einstein natürlich viel cooler ist. Diese beiden sind Brüder? Aber anscheinend schon. Max war in der Oberstufe und Einstein war in meiner Klasse und sie waren in das große Haus neben meinem eingezogen. Das bedeutete, dass ich viel Zeit in meinem Zimmer mit meinem Fernglas verbrachte. Aha, ich wusste, dass du in Einstein verknallt bist. Das macht Sinn. Er ist genau dein Typ. Was? Nein, ist er nicht. Und ich sehe gerade, wie das Dienstmädchen das Geschirr abwäscht. Siehst sehr gut. Ah, du bist also in Max verknallt? Er ist in Ordnung. Frag ihn lieber, ob er mit dir ausgeht, bevor es jemand anderes tut. Wie ich. Ich mache nur Spaß. Ich habe einen Freund. Wir sind verliebt, bla bla. Als ob ich überhaupt eine Chance hätte. Sieh dir Max an und sieh dir mich an. Sagst du, was ich denke, dass du sagst? Bittest du mich endlich um ein Makeover? Ich glaube nicht, dass ich das gesagt habe. Moment, ich dachte, du hättest gesagt, dass dir gefällt, wie ich aussehe. Das ist etwas weit hergeholt, aber ja, es stört mich nicht. Wenn du aber einen Typen wie Max haben willst, müssen wir ein paar Änderungen vornehmen. An diesem Wochenende hatte ich die klischeehafte Liebeskomödie in Verwandlung von Tiffany. Und ich musste zugeben, dass ich gut aussah. Und am Montag war es ganz still, als ich nervös den Schulflur entlang ging. Und alle starrten mich an. Warum starrt mich jeder an? Das nennt man Aufmerksamkeit erregen. Gern geschehen. Denk daran, Selbstvertrauen ist alles. In der Mittagspause sagte mir Tiffany, dass wir am Max Tisch sitzen würden und ich ein Gespräch mit ihm anfangen sollte. Ich war so nervös, dass mein Hintern schwitzte. Hallo, willst du jetzt ein paar Kung-Fu-Bewegungen machen? Oh nein, du bist so witzig. Ich habe Hallo, du gesagt und es kam wie Hadu heraus. Naja, ich meinte nur Hallo. Also gut, hallo, wir sind uns schon mal begegnet, oder? Mein Bruder ist mit dir zusammengestoßen. Ja, das gleiche Mädchen. Du siehst heute anders aus, gut anders. Das lief ja besser, als ich erwartet hatte. Für ganze 2 Minuten. Dann bot mir Max deinen Brokkolisalat an. Oh nein, das kann ich nicht. Wusstest du, dass es in ein Restaurant im Umkreis von 50 Meilen verboten wurde, mir Brokkoli zu servieren? Ja, sie haben alle mein Foto. Hä? Eines Tages hatte ich in einem Restaurant sehr viel Brokkoli gegessen und davon bekam ich ganz schlimme Blähungen. Und als ich später gehen wollte, blieb der Aufzug stecken. Wir waren 40 Minuten drin und weil mein Bauch so weh tat, musste ich es einfach rauslassen. Ich wäre fast im Gefängnis gelandet, weil die Leute im Aufzug Anzeige wegen versuchten Mordes erstattet haben und so weiter und so fort. In diesem Moment fiel mein Blick auf Tiffany, die mich anstarrte. Ja, das ist lustig. Ja, wir sehen uns. Und dann ist er gegangen. Hatte ich wirklich über meine Gase gesprochen? Und noch schlimmer, Einstein saß nur einen Tisch weiter und versuchte sein Lachen zu verbergen. Nach diesem schlechten Start sah es einfach nicht gut aus. Tiffany hatte uns erfolgreich in seine Gruppe eingeschleust und obwohl Max immer höflich zu mir war, blieb er gleichgültig.
Tiff, ich habe jedes Outfit getragen, das du mir geschenkt hast. Ich habe jedes Basketballspiel angefeuert, das er gespielt hat. Und ich war sogar auf dieser schrecklichen Gruppenwanderung. Und jetzt brauche ich neue Füße, denn diese hier sind tot. Hör zu, jedes Mädchen wirft sich ihm an den Hals. Und er hat noch niemandem um ein Date gebeten. Also hast du noch eine Chance. Ich habe einen Plan, aber ich glaube, er wird dir nicht gefallen. Ihr großer Plan war es, Einstein von einem Haufen Tyrannen verprügeln zu lassen. Was? Hör zu, Max liebt seinen Bruder über alles. Eines Tages hat er sogar erwähnt, dass sie die Schule gewechselt haben, weil Einstein auf der letzten Schule von Schlägern geärgert wurde. Ich schicke einfach ein paar Schläger, die so tun, als würden sie ihn verprügeln. Und dann kommst du und rettest deinen Hintern. Du wirst ein Held sein und Max wird dich toll finden. Du hattest recht, dieser Plan gefällt mir nicht. Aber als ich am nächsten Tag sah, wie Max einer hübschen Cheerleaderin zu viel Aufmerksamkeit schenkte, entschied ich mich für ihn. Tiffanys Plan war doch harmlos, oder? Sie waren nur falsche Tyrannen. Tiffany fand heraus, dass Einstein jeden Donnerstagabend von einem Computerclub nach Hause kam und sie schickte die Schläger auf ihn los. Ich musste nur dazu springen, ihn ein paar falsche Tritte verpassen und das Codewort Ananas schreien. Das war das Stichwort für die Schläger, wie kleine Mädchen wegzulaufen. Aber am nächsten Tag unseres Plans machte ich versehentlich ein Nickerchen, wachte 10 Minuten zu spät auf und eilte hektisch zum Tatort. Als ich dort ankam, fand ich Einstein an eine Wand geklemmt, mit zerbrochenen Gläsern und einem zertrümmerten Laptop auf dem Boden. Was macht ihr da, ihr Idioten? Lasst ihn in Ruhe, Kokosnüsse! Sie starrten mich alle nur verwirrt an. Ich werde euch so hart treten, dass eure Vorfahren schwindelig wird. Und jetzt lauft weg, ihr Zitronen. Die Rüpel haben mich einfach ignoriert und sind nicht zurückgewichen. Wie lautet das verdammte Codewort? Als einer von ihnen Einstein gerade schlagen wollte, sprang ich ihm auf den Rücken und schrie, das reicht dir, Pina Coladas, ich meine Ananas. Die Rüpel stießen die verrücktesten Angstschreie aus und rannten davon, endlich. Ich drehte mich um und sah Einstein, der über seinen kaputten Laptop gebeugt war. Oh mein Gott, was ist passiert? Ich war gerade auf dem Weg nach Hause, als mich diese Schläger in die Enge trieben. Ich habe sie angefleht, den Laptop in Ruhe zu lassen, aber sie haben nicht zugehört. Das ist ja furchtbar, aber wenigstens geht's dir gut. Nein, geht es nicht. Es ist nicht nur irgendein Laptop. Auf ihm waren all meine Forschungsergebnisse für ein Regierungsprojekt, an dem ich seit Monaten arbeite. Ich bin einer der jüngsten Wissenschaftler, die je eingestellt wurden. Aber jetzt ist meine ganze Arbeit weg und ich bin so dumm, dass ich nicht mal ein Backup habe. Sie werden mich feuern. Okay, das war sehr schlecht. Wir gingen schweigend nach Hause und als wir sein Tor erreichten, drehte er sich mit einem traurigen Lächeln zu mir um. Tut mir leid, ich habe mich nicht einmal dafür bedankt, dass du mich vorhin gerettet hast. Ich stehe tief in deiner Schuld. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen, als Tiffany ihren Plan vorgeschlagen hatte und dir ins Gesicht schlagen. Und am nächsten Tag zog mich Max zur Seite. Ich kann dir nicht genug danken dafür, was du gestern für Einstein getan hast. Oh, das ist doch keine große Sache. Nein, das ist es. Einstein kann sich nicht selbst wehren. Und wenn du dich nicht eingemischt hättest, wer weiß, was diese Tyrannen mit ihm gemacht hätten. Das bedeutet mir alles. Und ich glaube nicht, dass ich jemals so ein mutiges Mädchen wie dich getroffen habe. Das meinst du nicht ernst? Ja, ich weiß. Und dann hat er mich plötzlich geküsst. Das hatte ich mir gewünscht. Aber jetzt war es irgendwie ruiniert. Später an diesem Tag traf ich Tiffany. Warum sind die Jungs so grob mit ihm umgegangen? Sie sollten sich doch nur wie Rüpel aufführen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe diesen Idioten ganz genaue Anweisungen gegeben. Keine Sorge, ich zahle ihnen keinen Cent und werde sie auch noch ausschimpfen. Und hey, ich weiß, es war nicht der ideale Weg, aber du bist jetzt mit Max zusammen. Das stimmte. Ich war mit Max zusammen, aber Einstein wurde gefeuert und ich konnte die Schuldgefühle nicht abschütteln. Also habe ich immer versucht, es ihm wieder gut zu machen. Hey, ich habe 4 Busse gewechselt, um ans andere Ende der Stadt zu fahren und diesen Käsekuchen für dich zu holen. Max hat gesagt, du liebst Käsekuchen. Du willst, dass ich deine Matheaufgaben mache? Ich mache meine sowieso. Ich kann eine zusätzliche Kopie machen. Und eines Abends wartete ich in seinem Zimmer mit einem Burger aus seinem Lieblingsrestaurant. Und plötzlich fing er an zu schreien. Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Abigail, was machst du denn hier? Ich komme gerade von einem Date zurück und habe etwas für dich. Warum machst du die ganze Zeit Sachen für mich? Du bist der Bruder meines Freundes. Umso seltsamer ist es, dass du jetzt in meinem Zimmer bist. Ja, ich bin deprimiert, weil ich meinen Job verloren habe. Aber das ist nicht deine Schuld. Hör einfach auf mit dem Mitleid. Ich will nur wissen, ob es dir gut geht. Und ich will, dass wir Freunde sind. Natürlich sind wir Freunde. Und wie läuft es zwischen dir und Max? Sie sind großartig. Er ist großartig. Eigentlich fast zu gut, um wahr zu sein. Gibt es irgendetwas, was dein Bruder nicht kann? Nö, Max ist perfekt. Das war er wirklich. Und ich stellte bald fest, dass er anstrengend war. Max trank Grünkohlsmoothies zum Frühstück und lief jeden Morgen vor der Schule 5 Meilen. Seine Noten waren perfekt. Er war in mindestens 5 Vereinen. Er hatte jeden Tag Fußballtraining und war immer noch bereit, jeden Abend tanzen zu gehen. Er war ein Adrenalin-Junkie, der am Wochenende unter anderem Klippenspringen und Bungee-Jumping machen wollte. Bald darauf hatte er Geburtstag und veranstaltete eine große Party, auf der er mich seinen Eltern vorstellen wollte.
Und wenn es möglich war, sahen sie sogar noch perfekter aus als Max. Plötzlich überkam ich etwas völlig Seltsames. Oh, hallo, schön euch kennenzulernen. Obwohl ich das Gefühl habe, dass wir uns schon kennen. Oh, ihr zwei habt wirklich tolle, perlweiße Zähne. Wie bekommt ihr die so weiß? Wir putzen und benutzen regelmäßig Zahnseide, Schatz. Das ist klasse. Und ich muss sagen, ihr habt einen perfekten Sohn großgezogen. Wirklich, herzlichen Glückwunsch. Und dann schlug ich auf den Arm seines Vaters ein und der schrie auf, als Blut auf seinem Hemd erschien. Ah, ich wurde operiert. Ich glaube, du hast meine Nähte geöffnet. Als seine Eltern schnell weggingen, drehte sich Max zu mir um. Was ist nur los mit dir und was soll der Mary Poppins Akzent? Es tut mir leid, sie wirkten einfach so elegant. Ich wurde richtig nervös. Das erste Mal, dass ich deine Eltern treffe, weißt du? Aber es ist nicht das erste Mal, dass du mit Menschen zu tun hast. Verhalte dich einfach normal. Als später alle zu tanzen begannen, entschuldigte ich mich und setzte mich in eine Ecke. Ich war mir sicher, dass ich mich da draußen zum Narren machen würde. Psst, Abigail, hier drüben im Arbeitszimmer. Trägst du einen Fließstrampler? Ja, warum? Es ist fantastisch. Und wow, weich wie ein Babypopo. Du hast auf der Party gelangweilt ausgesehen. Willst du mitkommen, um Weltraumdekorationen zu sehen und Cheetos in meinem Zimmer zu essen? Oh ja, das klingt toll. Und das war es auch. Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so viel Spaß gehabt hatte. Und ich ertappte mich dabei, wie ich immer mehr Zeit mit Einstein verbrachte. Ich sagte, ich bräuchte seine Hilfe bei den Hausaufgaben, aber am Ende redeten wir stundenlang über Naturwissenschaften, diskutierten über komplizierte Matheaufgaben und spielten Videospiele, während wir Junkfood aßen. Moment, fühlte ich mich zu ihm hingezogen? Das wurde langsam verwirrend. Es wurde ein bisschen weniger verwirrend, als mein Geburtstag kam und Max mir einen Fallschirmsprungpass schenkte. Dieser Typ hatte mich einfach nicht verstanden. Und als ich nach Hause kam und mein Zimmer betrat, saß Einstein auf meinem Sessel. Hallo Abigail, entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Das hast du nicht. Was ist los? Ich dachte, ich sollte dir als Freund mitteilen, dass Tiffany mich gefragt hat, ob ich mit dir ausgehe und ich habe ja gesagt. Was? Sie hat einen Freund. Ich korrigiere, sie hatte einen Freund. Er hat ihr heute den Laufpass gegeben und jetzt will sie ihn eifersüchtig machen. Da komme ich ins Spiel. Sie hat alles sehr deutlich gemacht. Und du bist damit einverstanden, so benutzt zu werden? Es ist nur für ein paar Wochen. Und sie hat wirklich nett gefragt. Oh, diese klassische manipulative Tiffany. Außerdem bin ich das schon gewohnt. Ich meine, ich weiß, dass ich nur der Typ bin, mit dem die Mädchen ausgehen, bis sie jemand Besseren finden. Wie meinen Bruder. Und das ist okay. Plötzlich packte ich ihn an den Schultern. Nein, hör auf, dich selbst runterzumachen, Einstein. Du bist süß und brillant. Und jedes Mädchen wäre glücklich, mit dir zusammen zu sein. Glaub mir. Plötzlich wurde mir klar, wie nah wir uns waren. Vielen Dank dafür. Ich werde mein Wort gegenüber Tiffany trotzdem halten. Und alles Gute zum Geburtstag, Abigail. Dein Geschenk liegt auf dem Stuhl. Damit verschwand er durch das Fenster und ich öffnete das Paket und fand einen Strampler mit Gleichungen darauf. Er war perfekt. Und jedes Mal, wenn ich Tiffany und Einstein zusammen in der Schule sah, kochte mein Blut. Ich war wütend, dass sie ihn ausnutzte. Aber noch schlimmer war, dass ich eifersüchtig war, obwohl ich wusste, dass ihre Beziehung nicht echt war. Eines Tages nach der Schule tranken wir vier ein Milchshake, als wir plötzlich einen Dieb hinter uns schreien hörten. Ich will nicht, dass jemand in Panik gerät, aber ich kann euch verletzen. Also bleibt alle auf euren Plätzen. Er wandte sich an die verängstigte Kassiererin und bat sie, seine Tasche mit Geld zu füllen. Das Café wurde ausgeraubt und Tiffany fing an zu weinen, wie am Spieß. Hey du, halt die Klappe. Du machst meine Migräne nur noch schlimmer. Niemand redet so mit mir. Hast du eine Ahnung, wer mein Daddy ist? Willst du, dass er dich entführt, indem du ihm sagst, wer dein Daddy ist? Du bist so ein Idiot. Als wir alle still da saßen, stand Einstein plötzlich von seinem Platz auf. Hör zu, Mann, ich komme in Frieden. Können wir bitte einen Moment miteinander reden? Was machst du da? Setz dich hin. Worüber willst du denn reden? Das sind nur ein paar Beobachtungen, die ich gemacht habe. Und ich habe eine Hypothese. Was ist das? Eine Hypothese ist ein Erklärungsvorschlag auf der Grundlage von... Ich weiß, was eine Hypothese ist, du Schwachkopf. Denkst du, ich bin nicht zur Schule gegangen? Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Ah, du fragst nach meiner Hypothese? Nun, dem Ring nach zu urteilen, den du trägst, nehme ich an, dass du verheiratet bist. Und du hast Babynahrung auf deinem Hemd. Also nehme ich an, dass du Kinder hast. Du scheinst ein netter Familientyp zu sein. Und ich bin mir nicht sicher, ob du das tun willst. Plötzlich brachte er meine Tränen aus. Meine Frau verlässt mich für einen reicheren Mann. Sie sagt, sie liebt mich nicht mehr. Manchmal merken Menschen einfach, dass sie mit der falschen Person zusammen sind und sie verlieren die Liebe. Und es ist okay, sie gehen zu lassen. Aber wie kann sie so grausam sein? All die Jahre, die ich sie geliebt habe, waren umsonst. Liebe ist nie verschwendet, auch wenn sie nicht erwidert wird. Vielleicht erinnert sie sich eines Tages gern an die Erinnerung, die ihr zusammen gemacht habt. Und vielleicht bist du durch die Liebe zu ihr ein besserer Mensch geworden. Das ist das Lahmste, was ich je gehört habe.
Oh Mann, das war so schön. Du hast recht, ich will das nicht tun. Sir, ist das Wasser, das von deiner Waffe tropft? In diesem Moment sprang Max von seinem Stuhl auf und warf den Mann zu Boden. Kurz darauf kam die Polizei und nahm ihn mit. Einstein, das war so verdammt mutig. Pff, mutig? Der Mann hatte eine Wasserpistole. Das wussten wir vorher nicht, oder? Einstein, du warst furchtlos. Vielen Dank, das bedeutet mir viel. In diesem Moment bemerkte ich, dass Max und Tiffany uns aufmerksam ansahen und sie sahen nicht erfreut aus. In dieser Nacht beschloss ich, mit Max Schluss zu machen und mit Einstein ins Reine zu kommen. Ich musste ihm sagen, dass ich ihn mehr als nur einen Freund mochte. Aber als ich am nächsten Tag zu ihm ging, fand ich beide Brüder im Wohnzimmer und sie sahen sauer aus. Ich kann nicht glauben, dass du so etwas Schreckliches tun konntest. Du hast Schläge angeheuert, um Einstein zu verprügeln, um bei mir Pluspunkte zu sammeln? Was? Wie hast du... Nein, hör zu, warte, ich wollte nie... Und die ganze Zeit tust du so, als wärst du mein Freund, obwohl ich deinetwegen alles verloren habe. Du hast Leute geschickt, um mir weh zu tun. Nein, du musst mir glauben, das war nie der Plan. Ich mach Schluss mit dir, Abigail, und ich will dein Gesicht nie wieder sehen. Bitte, geh einfach. Ich spürte, wie mein Herz bis zu den Zehen sank. Und dann spürte ich eine Welle der Wut. Wie konnte Tiffany mir das nur antun? Und ich bin sofort zu ihr gerannt. Ich habe nichts getan. Gestern Nachmittag, als Einstein mich nach Hause brachte, kamen diese blöden Tyrannen vorbei und verlangten ihre volle Bezahlung. Und bis gestern hast du dir nicht einmal die Mühe gemacht, mir zu sagen, dass Einstein es wusste? Das wollte ich natürlich auch. Ich war gerade damit beschäftigt, Mama bei der Auswahl der Tischdekorationen für unsere Gala zu helfen. Tischdekorationen? Damit warst du also beschäftigt? Tiffany, weißt du was? Wir beide sind fertig. Was meinst du mit fertig? Es bedeutet, dass ich nicht mehr mit dir befreundet sein will. Ja, es ist auch meine Schuld, dass ich deinem Plan zugestimmt habe. Aber es liegt auch daran, dass du so herrisch bist und mir immer sagst, dass du es besser weißt. Und dir ist es egal, ob du Menschen verletzt oder ausnutzt. Und das mag ich nicht. Ich mag eine Menge Dinge an dir nicht. Als ob du perfekt wärst. Glaubst du, wenn wir uns in der Highschool getroffen hätten, wäre ich mit dir befreundet gewesen? Jetzt bist du endlich ehrlich. Nein, wir würden keine Freunde sein. Also sind wir jetzt keine Freunde mehr. Zu meinem Entsetzen erfuhr ich bald, dass Max und Einstein aus meinem Viertel und von unserer Schule wegziehen würden. Ich schickte den Kleiderschrank zurück, den Tiffany mir gekauft hatte, und wurde wieder mein altes Ich. Ich war ein bisschen traurig, dass unsere Freundschaft vorbei war. Ein paar Monate später besuchte ich das neu eröffnete Planetarium in der Stadt, als ich diesen Mann den Gang entlang kommen sah. Er war groß, trug eine dicke Brille und hatte einen kindlichen, staunenden Gesichtsausdruck. Und plötzlich lief er direkt in eine Frau hinein. Tut mir so leid, ich habe gerade über die Geheimnisse des... Wow! Woraus ist deine Handtasche gemacht? Aus Stahl? Okay, tut mir leid. Einen schönen Tag noch, Ma'am. In diesem Moment entdeckte er mich und ging langsam auf mich zu. Hallo, ich hatte gehofft, dich hier zu treffen. Ich auch, obwohl ich dachte, du würdest sofort wieder gehen. Hör zu, ich weiß, dass du mich nicht verletzen wolltest. Ich weiß, dass jeder an Max sieht. Und ich kann es dir nicht verübeln, dass du versucht hast, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Das war ein großer Fehler. Ich wollte an